Mal so kurz überlegen, was liegt, wie funktioniert diese ganze Prüfung? Und ich meine, ich mache das ja nun auch schon ewig, aber habe diesen ganzen Vorbereitungsturn immer so ein bisschen ausgelassen und habe gesagt, na ja, komm, jeder soll so bei dem bleiben, was er eigentlich immer so ganz gut für sich kann. Und da kann man also sagen, ja, was ich ja so ganz gut kann, das ist auf jeden Fall mal diese Technik hier, diese technischen Fragestellungen. Und darum kommst du ja dann eben auch auf den Teil HQ Technik. Und der Teil HQ Technik, der wird ja dann im Grunde genommen schriftlich geprüft und den habt ihr ja schon abgefrühstückt, damit seid ihr ja durch. Dann kommt der Teil Organisation. Du weißt selber, der setzt sich natürlich auch irgendwie aus den einzelnen unterschiedlichen Feldern immer zusammen. Dieses HQ-Technik-Ding, das habt ihr ja dann letztlich auch schon durch. So, HQ-Technik, Organisation, Organisation. Damit seid ihr auch fertig. Die habt ihr ja geschrieben, die Prüfungen. Und dann kommt eigentlich der eigentliche Part, wo ich immer sage, ja, mein Gott, nochmal, was soll der ganze Mist eigentlich? Das ist im Grunde genommen nur noch dieses hier, das euch jetzt praktisch erwartet. Denn das ist das eigentliche sogenannte Fachgespräch. So heißt das ganze Gebilde ja auch. Und dieses Fachgespräch, ich schreibe das mal so einfach kurzerhand da drüber. Weil das so, sollen eigentlich nach dem Rahmenplan der IHK für die Prüfung der Industriemeister Metall und auch im Übrigen der anderen technischen Berufe, das ist das eigentliche Fachgespräch, das geführt wird. Fachgespräch. Und ich höre ja von vielen Leuten in der Republik, wie die einzelnen IHKs sozusagen dann arbeiten. Und zu diesem Fachgespräch sollen eigentlich ausschließlich Themen geprüft werden, die jetzt in den vorherigen Feldern nicht geprüft worden sind. Also das, was alles in diesen vorgeschalteten schriftlichen Prüfungsteilen war, wird hier nicht geprüft und die findet eigentlich im Grunde genommen, man möchte fast sagen, mündlich statt. Mündlich. So, aber das ist im Rahmenplan etwas anders beschrieben, denn der Rahmenplan, und das, aber konzentrier dich mal jetzt, sag ich mal. Das heißt, der Schwerpunkt in der mündlichen Prüfung bei dem Fachgespräch, egal wie die IHKs das jetzt machen oder besser gesagt, euer Prüfungsausschuss das genau macht, denn die IHKs sind ja nur die Prüfungsorte, die euch einladen. Die Leute, die die Prüfung durchführen, das sind ja die Prüfungsausschüsse. Also mal nur das formal-juristische an der Stelle. Das heißt, die Prüfungsausschüsse sind verantwortlich, um das nochmal zu sagen, für die Themen, die hier gestellt werden sollen. Also, ich weiß nicht, ob euch das auch so bewusst geworden ist. Das heißt also, die Prüfungsausschüsse, die legen die nicht die Prüfungstermine und auch die Prüfungsinhalte selbst fest. Das heißt, die Prüfungsausschüsse sind das Maß aller Dinge hier. Prüfungsausschüsse. Und da kommt das Ganze so ein kleines bisschen für uns. Wird es da so ein kleines bisschen problematisch, weil die Prüfungsordnung für den Industriemeister, die sagt, bitte, das sollst du prüfen, heißt bei uns insgesamt gesehen Fachgespräch, aber Prüfungsausschüsse legt bitte die Themen selbst fest. Genau. Und das ist bekannt, aber die Prüfungsausschüsse greifen manchmal auch in die vorgeschalteten schriftlichen Prüfungselemente ein. Denn du hast im Grunde genommen hier an dieser Stelle schon immer auch die entsprechenden, wie heißt denn das immer noch, was so vorgeschaltet ist, so diese Aufgabenstellung, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, aber ihr seid ja auch die Experten hier. Wie heißt das, was im Prinzip immer so diese betriebliche Situation beschreibt da vor Ort?